So Leute, erstmal guten Tacho, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Meiner Flosse geht's, ja, so den Umständen entsprechend. Ich habe jetzt den E-Ring wieder drauf gemacht, jetzt kriege ich den wieder nicht mehr ab. Angeschwollen alles. Wird heute auch nur eine ganz kleine Mini-Runde, ich will halt nicht zu viel belasten. Sprit ist sogar noch halb voll, vom Ride-Out aus noch gut. Nochmal kurz, Ride-Out war mega geil, das Video dazu, das dauert noch ein bisschen. Ich denke mal, dieses Video kommt vorher. Ich habe irgendwie 250 GB Videomaterial von meiner GoPro und der Insta. Da kommt halt erstmal einiges zusammen und da muss ich mich erstmal durchwursteln. Das dauert wahrscheinlich 1, 2, 3 Wochen oder was. Aber heute habe ich was anderes dabei. Ich habe etwas hier unter meiner Weste versteckt. Und dazu komme ich gleich. Denn, gut, jetzt in der Videobeschreibung und im Thumbnail werdet ihr ja wahrscheinlich schon gesehen haben. Aber ich habe das ja noch gar nicht fertig. So. Da kann ich sagen, herzlich willkommen zu meiner allerersten Kooperation sozusagen. Und zwar habe ich von Shapeheart eine Handyhalterung zugeschickt bekommen. Und die bauen wir gleich einfach nur random irgendwo drauf. Ich muss gestehen, ich hatte sie einmal ganz kurz auf, um zu sehen, ob ich dafür Werkzeug brauche oder nicht. Und das Werkzeug ist dabei. Das packen wir gleich zusammen aus. Also ein Unboxing und Montiervideo plus ja, die Handhabung. Und ich bin mega gespannt, denn das Ding ist halt auch nicht wirklich teuer. Dazu kommen wir dann aber gleich. Und bin gespannt. Mein erstes Kooperationsvideo. Dann ist das hier quasi bezahlte Werbung, welche ich gleich mache in diesem Video. Aber dazu kommen wir dann gleich. Ich suche mir jetzt erstmal einen schönen Spot aus, wo ich mich hinschillen kann. Denn ich dachte mir, wenn ich dafür schon kein Werkzeug brauche oder kein gesondertes Werkzeug mitnehmen kann, und es ist so geiles Wetter, wir haben glaube ich 23 Grad oder was, weiß ich nicht gar nicht so genau, aber es ist echt warm heute und solange meine Finger es zulassen zu bremsen, dann kann ich doch mal ein kleines Ründchen drehen und die Handyhalterung hier schön montieren. Ich weiß noch nicht, ob links oder rechts, das werden wir gleich sehen. Und ich muss mir jetzt mal eben einen Ort ausdenken, wo ich das in Ruhe machen kann. Hier stand ich letztens auch mit meinem Eisenschwein bei der letzten Fahrt, bevor ein Tag bevor sie verkauft wurde. Und finde ich, hier kann man relativ entspannt. Jetzt sind da vorne natürlich so blöde LKWs, die da am Buddeln sind, aber egal. So. Machen wir mal erstmal aus. Bums, aus die Maus, Handschuhe aus. Was ist das für ein Geräusch? Ach. Nee, Leute, das ist zu laut. Oder? Ich muss einen anderen Ort suchen. Das ist zu laut hier. Das geht doch nicht. Da hinten die ganzen Maschinen, das mache ich nicht. So, hier haben wir sogar noch ein bisschen Licht, ein bisschen Wasser. So, machen wir mal den Lenker gerade. Perfekt. Kamera nimmt auf, Kamera nimmt auf. Sehr gut. So, dann, wie soll ich das machen? Ich glaube, hier Ton nimmt er auch gut genug auf. Dann packe ich jetzt mal aus, was ich hier geschickt bekommen habe. Ich ziehe erstmal meinen Helm aus. So, mach die Kamera mal eben aus. So, müsste eigentlich alles drauf sein hier, oder? Hier gucken wir ein Kabel raus. Dann machen wir mal Outdoor-Schraubing. Hier, das habe ich geschickt bekommen von der Firma Shapeheart. Meine erste Kooperation, Leute. Und das packen wir jetzt mal zusammen aus.
Und ich habe vorhin schon mal kurz reingeguckt, aber auch nur, weil ich wissen wollte, ob ich Werkzeug brauche oder welches Werkzeug ich brauche und ob da was dabei ist. Es ist alles dabei. Super, super easy. Ich habe ja auch das Pro Boost geschickt bekommen, weil viele Vibrationen. Ne? Harley macht viel Bums. Ja, in der Größe XL. Denk mal, da passen alle gängigen Telefone rein und das werden wir jetzt sehen. Also packen wir den Bums mal aus hier. Ich hatte das eben vorhin schon einmal auf. Man hat hier ein... Ah, das klebt schon zusammen. Das ist schon alles. Man hat hier einmal die äußere Hülle mit einem starken Magneten. Der ist echt stark, das geht sogar hier durch. Wo das Handy reinkommt. Und dann haben wir hier so ein Säckchen. Ja. Hier ist quasi die Halterung drin. Jetzt muss ich halt nur schauen. Das müsste man drehen können. Also im Grunde genommen, hier ist der Magnet. Hier ist die Halterung für den Lenker. Ich hoffe, das passt da drum. Und dann haben wir hier noch drin. Wir haben hier nämlich noch so Gummis drin. Ist das alles? Genau. Wir haben hier unterschiedliche dicke Gummis als Auflage und Rutschschutz für den Lenker und diesen kleinen Imbus. Und der soll wohl reichen. Jetzt muss ich halt nur noch schauen, welchen Durchmesser wir hier quasi brauchen. Ah, das kann man hier so drehen. Okay, man kann das aber mit der Seite hier festziehen. Dann drehe ich jetzt hier die Klammer auf. Montage im Freien. Direkt vor so einem Baggerloch. Ich bin halt nicht so schnell im Schrauben und schon habe ich die Schraube verloren. Ja, leck mich. Bin gerade nicht so schnell mit der rechten Hand wegen dem Finger. Ist noch sehr stark bewegungseingeschränkt. Ich glaube aber, für die zwei kleinen Schrauben reicht es noch. Machen wir die Achse mal direkt mit los. Gibt ein kleines, was heißt Problem, welches ich gerade habe. Mein Lenker, der ist echt ziemlich dick. Der ist ja dicker als 1 Zoll und ich komme gerade mal mit den Standardspangen drüber. Ich muss jetzt mal schauen, ob das reicht, damit es fest ist. Was werden wir jetzt sehen? Wir ziehen das mal fest. Muss ich ja eigentlich nur noch die richtige Position finden. Dafür nehmen wir uns mal die Gummis, packen wir weg. Davon brauchte ich keinen einzigen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Halterung rutscht, aber das tut sie nicht. Weil hier innen drin, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, aber hier ist ja noch ein Loch. Und da kann man dann auch noch die endgültige Position fixieren. Dafür muss ich den Arm hier nur einmal abschrauben. Das sieht ja schon mal gut aus. Alles erstmal ein bisschen anziehen. So. Das ist halt so ein Lappen, so eine Hülle. Hier ist der Magnet. Hier unten machst du Haus, stoppst dein Handy rein. Also hier unten macht man auf und stoppst mal sein Handy rein. Und was ich bei der Produktbeschreibung nicht rauslesen konnte, hier ist auf jeden Fall auch eine Öffnung. Man kann währenddessen auch das Handy laden. Das ist schon mal richtig gut. Und das kommt dann hier. Ach du Scheiße, ist das fest. Ja, krass. Boah. Das werden wir jetzt mal testen. Dann tun wir mal mein Handy nehmen. Hier, mit Hülle, allem drum und dran. Es funktioniert sogar alles. Es funktioniert echt alles. So, hier haben wir das Handy. Theoretisch ja, hier sogar Kameraausschnitt. Und jetzt einfach den Magnet darauf. Also, ich bin immer noch skeptisch, das sage ich ganz ehrlich, weil es ist mega fest, ehrlich. Es ist wirklich bombenfest. Naja gut, ich muss schon mit Kraft vorballern.
Das testen wir jetzt während der Fahrt, oder? Und jetzt kann man mich auch wieder hier hören. So. Die Shape-Hard-Halterung ist drauf. Ging wirklich, wirklich fix. Ich habe jetzt gar nicht auf die Minutenzahl geguckt, aber es ist, war super, super einfach, die zu installieren. Es sieht auch gar nicht mal so hässlich aus. Von hier betrachtet jetzt. Ist wirklich nur die Klemme hier. Ich brauchte auch kein Gummi, das ist bombenfest. Dann hat man hier eine Achse und hier oben eine Achse. Das heißt, man kann sich das wirklich so einstellen, wie man es braucht. Und hier der Magnet und das war es dann schon. Und ja, hier soll wohl irgendwie auch vibrationsdämpfend drin sein. Das werden wir sehen. Ja, wenn das Handy kaputt geht, dann weiß ich ja, wo, an wen ich mich wende. Ach ja, jetzt muss ich erstmal wieder Harley entsperren. So. Kann sein, dass die noch nicht ganz warm ist. Mit dem Standgas muss ich noch ein bisschen spielen. Das ist mir zu niedrig. Hier brauche ich meine Hände. Machen wir mal Helligkeit, volle Pulle. Ich kann sogar erkennen, klar, man sieht jetzt da, wo die Folie dran klebt. Das könnte den einen oder anderen stören. Aber wir reden hier von einer Halterung, die komplett so, wie sie da ist, in diesem Pro-Boost-Modell gerade mal 50 Euro kostet. Die kostet 50 Euro und dafür macht das Ding bis jetzt auf jeden Fall einen wertigen Eindruck. Wir werden das jetzt testen. Ja, mega. Also bleibt mal dran. Ich hoffe, der Handy fliegt nicht runter. Das wäre dann scheiße, wa? So, die erste Fahrt mit der Shape Hard Handyhalterung. Wenn ihr euch erinnern könnt, früher meine Videos von der VN15, von meinem Eisenschwein, also vom Eisenschwein 1.0, das ist ja Eisenschwein 2.0 sozusagen. Da hatte ich immer so eine Handyhalterung, so eine Stofftasche. Und da hat das Handy reingepasst, das nicht. Dafür, also das nicht das Handy, sondern mein altes iPhone, ich hatte das 12 Mini. Das hat da reingepasst und unten drunter war halt, also hinterm Handy war noch ein Fach, da hat eine kleine Powerbank reingepasst. Das war perfekt. Das habe ich jetzt hier nicht. Aber ich könnte hier trotzdem, da ist ja ein so ein Kabeldurchsatz da. Das heißt, ich kann auch da ein Kabel anstecken zum Aufladen. Oh, schönes Fahrrad. Ehrlich, schönes Fahrrad. So, ich bin mal gespannt, ob das Handy fliegen geht oder nicht. Scheint soweit stabil zu sein, aber gut, ich war jetzt noch nicht schnell. Und wenn dann, ihr seht die Geschwindigkeiten hier, die ich fahre, wenn das Handy abfliegt, dann ist natürlich... Dann schreibe ich sofort eine E-Mail. Vibrieren tut da auch nichts, also... Nee, das ist richtig ruhig, das Dingen. Da bin ich mal echt gespannt. Wie gesagt, ich bin immer noch skeptisch, ob das richtig hält. Aber ihr kennt mich ja. Ich bin auch richtig froh. Also erstmal ist das meine allererste Kooperation. Shapehard hat mir diesen Satz hier zur Verfügung gestellt. Und ich habe gesagt, ich mache darüber ein Video. Alles klar, mache ich. Habe ich jetzt hier gemacht. Anbau war super einfach. Ich brauchte auch keine Anleitung. Ich weiß gar nicht, ob da eine bei war. Wie gesagt... es würde sogar ein größeres Handy reinpassen und es geht auch wahrscheinlich leichter rein und raus, wenn ich selber keine Gummihülle ums iPhone drüber hätte. Fahren wir erstmal links rum. Aber so jetzt, das kann man gut machen und ich kann, wenn da was kommt, kann ich auch alles sehen und theoretisch kann ich jetzt auch Twitch anmachen, das heißt, ich sehe ja dann was, beziehungsweise also wenn ich selber streame und ich vielleicht probiere ich das gleich auch mal aus. Ja, wie gesagt, Armbau easy, die Handhabung total easy. Jetzt muss nur noch der Praxistest quasi ja, erfolgreich sein. Und bis jetzt hält das Ding ja fest und hier sind echt Hügel. Ihr hört das ja auch mal in meiner Stimme. Ich gebe jetzt auch mal Gas. Mal, wenn die das auf dem Sportmotorrad getestet haben, dann darf das doch hier auf einer Harley nicht runterfallen, oder? Also der Magnet, der ist echt ultra stark. Also seht, 100 km/h.
Okay, jetzt muss ich abbremsen. War jetzt kein Problem, aber gut, war jetzt nur ein kurzes Stück. Ich werde es testen. Das Ding wird jetzt öfters in zukünftigen Videos, ja, natürlich, wird immer dran sein. Und wenn irgendwas ist, dann erfahrt ihr das sowieso. Aber so jetzt der erste Eindruck, bin ich echt positiv überrascht. Für das Geld vor allen Dingen. Warum ich mich jetzt zum Beispiel für Shapehard entschieden habe und nicht andere Marken, die es gerade so gibt und die auch mehr als doppelt so teuer sind, obwohl sie optisch auch richtig geil sind und alles. Aber Punkt 1, du kannst da jedes Handy reintun in dieser Hülle. Ich bin halt nicht gebunden und muss immer neue Handyhüllen kaufen oder diese Halterungshüllen. Punkt 2, habe ich hier zumindest noch nicht gehört, dass ein iPhone kaputt gegangen ist. Nur weil man es nicht hört, heißt es nicht, dass es nicht so ist, aber das werden wir jetzt ja sehen. Ja, und Punkt 3, der Preis. 50 Euro für das Ganze hier. Und da kann ich auch mal direkt Werbung machen, denn ich habe einen Rabattcode für euch. Wenn ihr bei Shapehard direkt bestellt, dann gebt ihr als Rabatt Scorpedius10 ein und kriegt ihr 10% Rabatt auf die Bestellung bei Shapehard. Das wären in dem Fall ja auch 5 Euro weniger. Ah, hab ich jetzt richtig gerechnet? Ja, knapp 5 Euro weniger. Heißt 45 Euro für die Handyhalterung. Und wie die angebaut wird, habt ihr ja jetzt gesehen. Was alles dabei ist, habt ihr auch gesehen. Und bis jetzt hält es auch. Also, ich weiß gar nicht. Ah ja, doch, wenn ihr mich da irgendwie unterstützen wollt und auch eine günstige Handyhalterung sucht, braucht und da keine Lust habt, da, weiß ich nicht, hunderte Euros für auszugeben und auch nicht unbedingt auf eine Fahrradhalterung zurückgreifen wollt, so wie ich das vorher gemacht hatte, weil das war echt sehr wackelig und wabbelig. Das Ding ist echt starr, ist echt fest. Ich muss echt dran reißen, um das Ding abzubekommen. Bis jetzt aber, auch die Vibration der Harley, davon sehe ich auf dem Telefon gar nichts. Also muss ich schon sagen. Das scheint gut zu funktionieren. Leute, Scorpedius 10 bei Shapehard. Und dann habt ihr ein bisschen weniger, was ihr bezahlen müsst bei dem ohnehin schon günstigen Mobiltelefonhalter hier für euer Motorrad, Fahrrad. Die haben hier nicht nur Motorradhalterung, die haben ja auch für Arme, für Sportler und was weiß ich nicht alles. Schaut einfach mal rein. Und so, jetzt geben wir aber mal ein bisschen Gas hier. So. 120 war auch kein Problem. Es hält. Es scheint zu halten. Und wann fahre ich mal so schnell, ganz ehrlich? Und ich glaube, das wird auch viel, viel mehr aushalten. Das werden wir alles austesten, aber nicht heute, sonst müsste ich jetzt Richtung Autobahn fahren. Ich teste mich da langsam ran. Ihr wisst ja, so ein Telefon kostet viel Geld. Es muss ja jetzt nicht von heute auf morgen kaputt gemacht werden. Aber bis jetzt, muss ich sagen, bin ich begeistert. Ich war anfangs auch skeptisch, ob das überhaupt hält, so, mit dieser schon eigentlich labbeligen Hülle, aber von hinten ist sie starr, weil da auch diese Magnetplatte drauf ist und es zieht an wie, weiß ich nicht, die Erde den Mond sozusagen. Leute, meine erste Kooperation und ihr seid dabei. Vielen Dank auch nochmal an Shapehard, dass ihr mir das Ding zur Verfügung gestellt habt. Bis jetzt bin ich begeistert. Es macht genau das, was es soll. Ich kann alles sehen. Wenn ich jetzt auch nach Leipzig fahre, ist das Ding da. Wäre es ein paar Tage früher gekommen, hätten wir das schon beim Rideout sehen können. Aber spielt keine Rolle. Und geil einfach nur. Und wenn ich es abmache, guck mal hier. Boah, den muss ich aber schon ziehen. Das Ding stört auch nicht sonderlich. Hier ist der große Ring. Ich klappe das wieder drauf. Ja, lecko funny. Ist es fest. Geil. Ich hoffe, das Ding bewährt sich. Und ja, wenn nicht, wenn irgendwas sein sollte, dann seht ihr das ja sowieso. Bisher bin ich aber wirklich begeistert und vielen, vielen Dank dann nochmal an Shapehard auch für das Zusenden der Ware und für das Vertrauen. Und ja, Leute, wir sehen uns im nächsten Video und ich hoffe, bis dahin ist das Ding auch noch dran. Scheint aber sehr
stabil zu sein. Also Leute, in dem Sinne, haut rein!